Wir sind zu spät. Federal Bureau of Control, wie kann ich helfen? Diese Berichte müssen getippt und dem Management vorgelegt werden. Gleich morgen früh. Die Behörde ist die Beste darin, gewöhnliche Amerikaner vor fremden Bedrohungen zu schützen. Da ist die Neue. Steht den ganzen Tag herum und träumt mit offenen Augen, wenn sie arbeiten sollte. Für wen hält sie sich denn? Den Direktor? Übernimm die Kontrolle. Sieh am schwarzen Brett nach, ob es Aufgaben gibt. Bring die Post. Zeit ist Geld. Tut mir leid, Mann. Was ist? Bitte was? Ist jetzt die Zischerwelt? Wir haben immer Leute an der Decke schweben sehen, weil die vom Zischen befallen sind. Und sie waren immer noch an diesem Ort. In dieser Ebene. Sie haben weitergearbeitet. Es wäre nichts gewesen. Ich dachte gerade echt, es ist das Ende. Sie haben etwas vergessen. Zu spät, Entschuldigung. Ihre Post. Ich habe nichts mehr für Sie. Alles für die Behörde. Ich habe nichts mehr für Sie. Kein Problem. Wir sind wie alle anderen jetzt irgendwo an der Decke befallen. Sie können gehen. Danke. Vielen Dank. Sie sind zu spät. Tut mir echt leid. Ich bin neu hier. Nur noch einer. Schön. Und jetzt raus hier. Sehr gerne. Machen Sie Ihren Job. Ich kümmere mich. Hör mir die Kaffeetassen auf. Die Zescherwelt. Ich helfe gerne weiter. Das ist quasi wie bei der Dunkelheit, in der Alan Wake gefangen ist. Er lebt in einer ganz komischen Welt, wo die Dunkelheit regiert. Und hier ist das Zischen. Underhill. Nein, er ist nicht da. Nein, heute nicht. Muss ein Forschungsprojekt betreuen. Machen Sie bloß Ihren Job. Sofort. Mach ich. Büro des Direktors. Und da sitzt jetzt Trench. Aber er ist ja nicht nur vom Zischen befallen worden, ist er gestorben. Bist du sicher, dass du dich nicht verirrt hast? Vielleicht findest du dich im Büro des Direktors. Oh, super. Da, Trench. Ich habe schon auf die Post gewartet. Legen Sie sie einfach auf den Tisch, bitte. Bitte nehmen Sie auch den Postausgang mit. Vielen Dank. Das ist nicht die Realität, Jesse. Warte. Was ist los? Ich will das nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nicht. Etwas vergessen. Ich kann nicht denken. Was mache ich? Wo bist du? Ich
nicht alleine sein. Wo bin ich? Was ist das? Warum hört es nicht auf? Eine Zeitschleife. Wach auf, bitte. Ich will nach Hause. Aber wenn ich alle Kaffeetassen hatten. Versuche es weiter. Du kommst immer näher. Eindringen. Ich muss reingehen. Und in der Bewegung bleiben. Ich lasse sie nicht gewinnen. So ist es passiert. Das Zischen erwischte Trench als ersten. Er schaltete den Projektor ein. Ließ sie rein. Ich darf das nicht vergessen. Das Zischen. Das Zischen ist der Feind. Was ist alles in meinem Kopf? Das Zischen bohrt sich rein. Ich bin hier gefangen. Es übernimmt die Kontrolle. Scheiß drauf! Wenn wir die Kasse da. Ich will das nicht mehr machen! Nein, wir machen es nicht mehr! Du bist ein Wurm! Und er erschoss sich dann selbst. Du bist ein Wurm! Krieg stirbt dir Zeit! Du bist ein Wurm! Krieg stirbt dir Zeit! Das Donnerlied verzerrt dich! Glück kommt! Ich weiß, was ich tun muss. Am Anfang anfangen. Ich hätte es früher sehen sollen. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Die Hotline. Hallo, hier ist Dr. Kaspar Darling. Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot. Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro, das Endspiel. Es wird enthüllt. Endgame. Wir bluten schon wieder zur Nase. Du bist fort. Tot. Ich fühle dich nicht mehr. Ich kann nicht. Aber da ist was. Ich weiß nicht was. Das Motel ist ein Ort. Der Macht, der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Das ist ein Traum in meinem Kopf. Warum sollte es mich nicht an ein Ziel bringen? Na, wir hängen ja irgendwo an der Decke. Polaris. Schließe Mission 9 ab. 28,7% aller Spieler, die mindestens einen Erfolg in diesem Spiel erreicht haben. Oh je. Nobody knew her name, but she turned out just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the party turned insane. As she called out her name, and she walked in looking like dynamite. She said, "Now come."
Der Professor. Allerdings. Aber es ist in meinem Kopf. Du bist so ein Freak, Jesse. Leuchte heller. Polaris. Um eine Konstante herum drehen sie sich. Hadron ist tot. Aber du lebst hier in mir. Vielleicht hat Hadron dich in unsere Köpfe gepflanzt, als wir sie getroffen haben. Vielleicht warst du schon immer da. Und sie wollte mir zeigen, wie ich dich wecke. Vielleicht werde ich es nie verstehen. Vielleicht muss ich das auch nicht. Trench wurde als erster vom Zischen befallen. Langsam über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet. Einfach so. Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Das ist diese Stelle, die immer da war. Sie werden versuchen, uns zu stoppen.